Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei The Boogeyman. Ja, ihr wundert euch natürlich ein bisschen bestimmt, warum ich denn jetzt hier stehe. Wir haben uns auch zuletzt auch auf dem Schachbrett befunden. Und ich muss ehrlich sagen, ich muss zugeben, das hat mich so abgefuckt. Ich habe so lange rumprobiert. Ich weiß gar nicht mal, wie lange jetzt. Und oh, nee. Und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, jetzt guckst du wirklich doch mal in die komplette Lösung. Ich mache das wirklich nicht, sonst nicht. Und ich bin einfach auch kein Mensch, der sowas mag, aber bei so einem Rätsel. Oh, nee, Leute. Echt nicht. Ich bitte, wenn ihr darauf gekommen wärt, das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Und zwar, es gibt einen Zusammenhang zwischen diesem Spruch hier. Ja, wenn sich halt das Battleground, ihr wisst schon, das Kampffeld halt noch in Frieden ist, wenn die Armee noch ja in ihren Reihen steht, ja, dann werden sich die idiotischen Soldaten nicht bewegen und auch die ja, Gatekeepers, also die, die das Tor bewachen, werden ja einschlafen, sage ich jetzt mal. Und das ist so dieses Ding, wo ich jetzt nochmal beim Lesen mir auch dachte so, ey, wie dumm muss man denn eigentlich sein? Ja, und es geht jetzt darum, dass wir hier die Teile wohl verschieben müssen. Also sprich, weiße fahren, schwarze fahren. Ich habe mir das sowas auch schon mal gedacht, als ich hierher kam, aber nein, sowas macht man doch nicht. Ich werde das mal ganz untypisch die einfach nur zur Seite schieben und hoffen, dass es so passt. Vielleicht müssen wir die aber auch sortieren nach, wie sie es dann halt gehört. Das ist natürlich auch gemein Leuten gegenüber, die keinen Schach können oder kennen. Bauern kommen normalerweise immer in die erste Reihe. Ich pack die auch mit hier runter. Ja, also fand ich doch ein bisschen heftig, dann das so zu erfahren. Ist das nicht anders geht wohl? Aber ich habe wirklich, wirklich lange noch rumprobiert und das hat mich wirklich einfach noch geärgert irgendwann. Ich habe auch schon überlegt, nehme ich denn weiter auf oder nicht? Und jetzt, oh, ich bin so durch, ey. Oh, das ärgert mich, wenn du diese Rätsel nicht kann. Naja, Mist, jetzt habe ich es verschoben. Ach, Kacke. Ah, mache ich ihn jetzt so? Kann ich das nochmal unterschieben? Ja. Muss es auch immer freilassen, hier eins. Laut das Geräusch. Huch, zu weit. Das geht auch. Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Wir müssen die auch noch richtig sortieren. Ach ja, na gut. Ich gehe nochmal. Also wenn ich es richtig verstanden habe, müssen die halt in einer Linie stehen? Oder müssen die noch davor hier dazwischen stehen jetzt? Oh oh. Alles umsonst gerade? Aber ich sitze hier trotzdem mal ein bisschen. Gucken, kommt denn der König hin auf welche Seite? Naja. Ein bisschen freier machen hier. Dann, das geht eh schlecht zu sortieren. Ich glaube eigentlich, vielleicht ist es doch egal, wir hätten es so einen weiterschieben müssen. Wie es mir gerade aus Versehen passiert ist. Ich komme hier nicht durch. Es sind zu viele. Das wäre doch auch komisch hier. Ich
doch. Mist. Ah, dann ändern wir das hier kurz. Schieben dauert auch viel zu lange, finde ich. Ach nee, die kriegen ja hier gar nicht mehr raus. Och, och, nö. Also selbst wenn man angeblich die Lösung kennt, heißt das nicht, dass man es schafft. So, hier nochmal. Das recht, bis ich nicht so wirklich klarkomme. Aber jetzt machen die Schatten, finde ich, irgendwie mehr Sinn, weil die. Weil da sieht man halt mal, in welcher Reihe die stehen. Ich dachte, der Rätselspruch hätte was mit den Soldaten im Raum zu tun. Naja, so kann man sich irren, ne? Na, im Kreis gerannt. Ich hoffe, das macht Sinn hier. Boah, ich renne nur vorbei. Na los. Oh Gott, ey. Jetzt bin ich doch voll erschrocken. Och, Mensch. Ich bin fertig, kaputt fertig. Ja, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Ich hab Gänsehaut jetzt auch noch bekommen hier. Einfach nur zwischen die Dinger schieben. Schwarz und weiß. Ich glaube wirklich, dass ich das als erstes machen wollte. Als wir hier hergekommen sind, habe ich mir erstmal eigentlich nur die Fahnen angeguckt und mir gedacht, so, hä? Sollen denn die fahren und dann, naja, egal, war. Gut, wir haben's mit Lösung. Ich bin schlecht, ich bin so schlecht. Ich finde diese Rätsel hier so schwer. Ich finde Point and Clicks sind so schwer. Wo sind wir jetzt hier? Okay, das ist irgendwie eine Art Gitter. Der Holzstuhl. Eine dreckige Platte. Da steht irgendwas hinten drauf, ein Vogai. Achso, das ist ja wie diese Namen. Das sind die angestellten Namen von der, ich sag von dem reichen Mädchen und dem Vater oder so. Kerzenständer und ein ekliges Bett. Hier noch eins. Guck nochmal der Name. Ganolvsk. Wird auch das gleiche sein? Gehört das hier? Ja, nee, so nicht hier. Ach so, hier. Azilski. Okay. Und. Oha. So wie hier. Nindo. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehen die Räume eigentlich alle von der Einrichtung her identisch aus, was sie haben, aber immer an verschiedenen Stellen. Aber auch nie irgendwas. Ach, irgendwas ist drunter. Ich hab Angst, aber wir machen's mal. Oh, ein Stückchen Papier haben wir bekommen. Ich dachte gerade wirklich, naja, vielleicht doch nochmal überall gucken. Ah nee, das ist ein anderes. Das ist das, was wir vorher hatten. Was haben wir jetzt bekommen? Das zweite. Sieht schon wieder so aus. Vielleicht ist das eine eigene Schrift. Irgendein Anagramm dazu.
bringt noch nicht viel, aber ich glaube, das erste Wort sah eigentlich gleich aus. Hier dieses JPDB oder wie auch immer. Und das hat man auch hier nochmal. Vielleicht ist das einfach nur noch mal länger. Ich weiß nicht. Ich sollte auch nochmal speichern. Nochmal neu geladen zum Glück. Das ist nicht ganz so... Ach, ich habe erst 3 Stunden 27 gespielt. Ja, ja. Die ganze Offscreen-Zeit ist nicht dabei. Man hört Richard, wie er nach Sophie schreit. Ah ne, kommt nicht von da. Komm hier. Ach doch, jetzt so. Okay. Aufgeschlossen. Ach! Keith! David! Do you know where Sophie is? She's gone? Na toll. I just looked away for a second and she wasn't there. I can't find her anywhere. He might have kidnapped her. Calm down. Start from the top. Ich dachte, die waren alle in einem Zimmer. Telling such a thoughtful papa just to calm down won't do any good, you know. Where? You. Did you take my daughter? Where's Sophie? Ah, Richard. So scared your daughter will leave this world as soon as you're not looking. Just like your wife was robbed from you by a robber's gun. Who? What? Don't listen to him, Richard. Your wife was such a cheerful and lively lady, Richard. But the truth is, she was an unbelievable idiot, leaving herself in the care of a useless man like you. But it must have been a happy death. Just one bang, and she was gone. And what a beloved daughter she left behind. You fawn over her so. A real memento of your dear wife, yes. But humans do tend to die so easily, as I'm sure you're well aware. Stop it! Oh, es nimmt ihn voll mit. Ich weiß auch nicht, wie viel davon wahr ist. Calm down, Richard. Don't listen to a word he says. Bestimmt alles. Oh, poor Richard. Alas, the Grundlers are down to just one Grundler. But don't you cry. You'll be the Grundlers again soon. In hell. Don't you dare insult my family! What did you do with Sophie? Give her back this instant. If you even lay a finger on her, I'll... You monster! Richard, settle down! Man sieht hier noch nicht mal, wo ist, der Boogeyman. Well, I guess I'd better go. Cute little Sophie is waiting for me. Let's head back to Lance and Shirley. No. I'm so sorry. I never even noticed she was gone. And where was she? The bathroom. Thought she had to take a piss, but she never came back out. So we busted down the door and she'd fled the coop. Oh, ich hab's auch schon geahnt. Irgendwie sah es so aus, als müsste man da irgendwann durchfliehen. Naja, wir können es gleich nochmal angucken. Genau. Also, weil ich, als ich das letzte Mal hier war, man hat einfach gesehen, so, okay, da ist irgendwie Metallgitter davor und hier ist das und so. Vielleicht müssen wir hier irgendwann abhauen. Jetzt haut da jemand anderes ab. Ja, genau, da sind immer noch die Eisenstangen. Immer noch. She's a little bigger than a dead goldfish. Was? Achso, ja klar, als ob sie jetzt in der Toilette runtergespült worden wäre. Aber hier, was ganz wichtig ist, da oben dieses Metallteil. Ja, natürlich. That little brat. Hat sie keinen Bock mehr, ist abgehauen. Aber hatte sie nicht so große Angst? Shirley, you think you get in the vent above the bathtub? Ja, schick mir einfach Shirley durch. Way too tight. My shoulders won't even fit. Ja, sie ist so muskulös, da geht das nicht. She's small enough that she could have, though. You mean Sophie snuck out on her own?
couldn't sneak in through the windows. It's a sheer cliff outside. And I checked the rooms for any weird tricks when we first came in. The rim of the bathtub has marks made by heels, and some dust fell from the vent above. So she must have climbed up on the tub to get in there. That scrawny, delicate girl could easily crawl through. Richard, wait! You can't go alone! Please, let me go! That fiend has Sophie in his grasp! We need to find... Not yet, he doesn't. He's the kind of guy who puts out corpses for show. If he'd caught Sophie, he'd gladly flaunt it, I'm sure. He must have overheard Richard looking for Sophie and decided to meddle. We'll find her before he does. Come on, David. And me too. Oh, no. You stay here. You're out of sorts right now. If you tried anything sudden, I couldn't guarantee your safety. Wait! Nein! Ich will gehen. Oh! You must find her for me. She's my one and only daughter. After my wife passed away, I couldn't look her in the eye for quite some time. But still, she's grown to be a wonderful girl. She's my pride and joy. If anything happened to her, I'd... Yeah. Hey. Sorry. Nicht so kaltherzig. We'll find her. Just wait for us. So ein Arsch. Ja, David ist wieder mit dabei von der Partie, finde ich gut. Ja, das war's jetzt aber wieder. Ich muss mich nochmal bei euch, ich will mich eigentlich gar nicht entschuldigen, es war einfach zu schwer, deswegen muss ich nachgucken. Und wir sind weitergekommen, haben wieder, oh, schön Story, ich finde es so geil. Einfach nur Story, keine Rätsel mehr, bitte. Und ja, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Es sei denn, ihr verlasst mich jetzt. Also dann, macht's gut.